Die Anreise hat 36 Stunden gedauert. Und dann bin ich Montag nicht wieder zu Hause, wenn die Rückreise genauso lange dauert. Ja, zu viel Matsch, weil heute Abend soll es wieder regnen. Und dann, wenn wir da erst morgen fahren, da kommen wir nicht weg. Der Transporter muss wieder zurück, leider. So, und jetzt hatten wir die Chance, tatsächlich das Gelände zu verlassen. Und wer weiß, wie es morgen ist. Und dafür mussten wir eben auf ein paar Bands verzichten. Aber bevor wir ganz stehen bleiben, haben wir gedacht, jetzt geht's los. Ja, wir haben den nächsten Tag noch ein Flugzeug zu erwischen. Es geht nochmal in den Süden. Und für morgen ist wieder schlechtes Wetter angesagt gewesen. Deswegen wollen wir heute schon etwas eher abreisen. Ist untypisch für uns, sonst machen wir das natürlich nicht.